Ja, servus Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Retro und Future. Und wir sind ja hier irgendwo in der Walachei, weil wir mit dem Doppeldecker abgestürzt sind. Und jetzt müssen wir eben irgendwie schauen, wie wir nach Iskenderun kommen. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, hätten wir auch den Zeppelin-Teil spielen können. Und in diesem Zeppelin-Teil wäre es im Endeffekt auch darauf hinausgelaufen, dass wir mit dem Doppeldecker abhauen. Bin mir nicht sicher, ob wir dann ein Stück weitergekommen wären. Auf jeden Fall habe ich beim Doppeldeckerfliegen hier die komplett versagt. Und deswegen sind wir jetzt relativ weit weg von Iskenderun. Ich vermute mal, wir müssen jetzt durch alle Grenzposten durch. Und ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Weil viel Geld haben wir nicht. Und ja, im Schlägern bin ich jetzt auch nicht gerade so der Burner. Aber jetzt probieren wir es mal und gucken mal, wie weit wir kommen. So, dann benutzen wir mal das Auto. Das andere Auto kann man leider nicht nehmen, das habe ich letztes Mal schon probiert. Das wäre natürlich cooler gewesen, hätte man vielleicht ein bisschen mehr Attention gehabt. Hätten sie uns vielleicht eher durchgewunken. Oh. Tschechoslowakei, Jugoslawien. Ah, hat sich doch einiges geändert, hä? Oha, okay, erster Grenzposten. Mal gucken, was der von uns möchte. Halt, kommen Sie sofort hierher. Okay. Ich muss Ihren Passierschein sehen. Aber natürlich, wie dumm von mir. Sie jämmerlicher Waschlappen. Ich will keine Zeit mit Ihrer Inkompetenz verschwenden. Ich bin ein kleiner, unwichtiger Wurm. Das ist richtig, Sie sind nur Schleim. Sie könnten mich jetzt sicher erschießen, oder? Keine Frage, aber ich habe meinen sozialen Tag weiterfahren. Okay, das war schon mal gut. Lass uns gehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Grenzposten es gibt. Ich glaube, sechs. Und die meisten kann man, glaube ich, durch bla 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 irgendwie austricksen. Aber ich glaube nicht alle. Manche muss man, glaube ich, bestechen. Wenn man da wirklich gar nicht durchkommt, dann muss ich vielleicht mal spickeln. Bitte steigen Sie doch aus diesem teuren Auto aus. Ich muss Ihren Passierschein sehen. Das steht völlig außer Frage. Niemand darf ohne Passierschein durch. Keine Zeit, ich muss die beiden Jones erwischen. Jetzt weiß ich, woher ich sie kenne. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir uns schlägern, hä? Oh. Na dann, probieren wir es mal. Moin. Oh, ist das zäh. Kann gar nicht weiter nach hinten, oder? Doch. Nee. Ah, Mist, da hab ich schon ganz hinten. Das. Aber ich führe. Oh, hau ihn. Was, das sieht so gut aus. Komm schon. Ja! Da hast du Mann. Das ist mein Sohn. Lass es gehen. Sehr gut. Ich würde jetzt gerne eigentlich meinen Medizinkoffer nehmen, den ich noch habe. Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Boah, da kommt schon der nächste, ey. Was will er? Halt, kommen Sie sofort hierher. Seien Sie nicht so wehleidig, ich habe keine Zeit, mit solchen Jämmerlingen zu verschwenden. Natürlich, entschuldigen Sie. Sie sind sicher sehr beschäftigt.
Wollen Sie mir schmeicheln? Ja. Ist das so offensichtlich? Sie können mich nicht zum Narren halten. Sie sind einfach zu scharfsinnig. Wie wahr? Sie dürfen weiterfahren. Okay, alles klar. Nicht schlecht. Speichern wir mal kurz. Jetzt sind wir schon so weit. So, was haben wir hier? Okay. Warten Sie, Sie müssen schon hierher kommen. Ich muss den Passierschein sehen. Der klingt ein bisschen unsicher, ha? Mein Passierschein, Sie beleidigen mich. Entschuldigen Sie, aber ich muss danach fragen. Reden Sie immer so mit einem vorgesetzten Offizier? Ja, denke, wo ich mich einschüchtern. Wie soll ich das wissen? Sie tragen ja keine Uniform. Soldat, lassen Sie mich sofort durch. Jawohl. Ja, das ist cool. Das haben sie cool gemacht, dass man im Endeffekt schon bei der Ansprache, ja, wenn er einen anspricht, dass man so merkt, so, der ist ein bisschen unsicher. Und dann weiß man gleich, okay, da kann man so ein bisschen auf die Aggro-Schiene gehen. Ja. Boah, was kommt jetzt? Halt, verlassen Sie den Wagen, kommen Sie hierher. Ich muss den Passierschein sehen. Das steht völlig außer Frage. Niemand darf ohne Passierschein durch. Schön ruhig, mein Beifahrer ist von der Gestapo. Gestapo, er? Haben Sie einen Beweis? Sie haben mein Ehrenwort. Vertrauen Sie mir. Vertrauen? Dafür könnte ich erschossen werden. Sie stellen mein Vertrauen in Frage? Welche Beleidigung? Dummes Zeug. Ich werde jetzt die Schranke öffnen. Soldat, wissen Sie eigentlich, wie Ihre Uniform aussieht? Was soll meine Uniform los sein? Pfadfinder tragen normalerweise Krawatten. Vor kurzem kam doch der neue Uniformbefehl. Neue Befehle von wo? Ihr direkter Vorgesetzter. Sie erinnern sich nicht an seinen Namen, Dummkopf. Oh oh. Ist auch fair, dass man sich wiederholt. Ja. Ah, der ist nicht gut im Kämpfen. Irgendwann kaputt. Komm her, Mann. Batsch. 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 Jetzt bin ich drin. Batsch. Ah, der ist easy. Bumm und tschüss. Ja, Mann. Das ist mein Sohn. Wir machen unseren Vater so stolz. Ich hoffe, jetzt haben wir es dann bald, ne? Ah, mehr Fahnebauer kreuz und quer durch Deutschland. Boah, nochmal einer, okay. Wie viel haben wir schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haben wir jetzt. Waren es echt so viele? Man konnte es eben abkürzen, ja, wenn man dieses Flugzeug weiterflogen hat. Bitte steigen Sie doch aus diesem teuren Auto aus. Den haben wir doch schon mal. Gegen den müssen wir kämpfen. Komm her, Mann. Na, komm her. Werde ich dir wohl die Fresse polieren müssen.
kann nichts. Das ist viel zu lahm. Batsch. Batsch. Und gib mir dein Gesicht. Hau mit deinem Gesicht gegen meine Faust, komm. Tsch, tsch. Und Bauch, und Bauch, und... Boah. Batsch, komm. Ja. Puh, das ist mein Sohn. Ja. Aber dein Sohn ist bald K.O., wenn es so weitergeht. Hat blutige Hände schon. Okay. Grenze. Gucken wir, was jetzt für einer kommt. Halt, verlassen Sie den Wagen, kommen Sie hierher. Ich muss Ihren Passierschein sehen. Das steht völlig außer Frage. Schön ruhig, mein Beifahrer ist von der Gestapo. Gestapo, Hauptmann Geist. Kleist, hat nichts davon gesagt. Ich brauche einen Beweis. Sie haben ein Ehrenwort, vertrauen Sie mir. Der sieht auf jeden Fall schon fitter aus, gell? Dafür könnte ich erschossen werden. Sie stellen mein Vertrauen in Frage. Welche Beleidigung? Beleidigung oder nicht? Sie brauchen einen Passierschein. Soldat, wissen Sie eigentlich, wie Ihre Uniform aussieht? Was soll meine Uniform los sein? Vor kurzem kam doch der neue Uniformbefehl. Von wem? Von wo? Wenn Sie unbedingt mit Hauptmann Kleist streiten wollen... ich weiß, wie der heißt. Kleist? Nein, das ist nicht notwendig. Ja! Tschüss! Lass uns gehen! Boah, ich hoffe, wir kommen jetzt bald an. Weil irgendwann verlieren wir einen Kampf oder so. So, jetzt sind wir in Österreich. Gut, da gibt es keine Grenzkontrolle mehr. Jawohl, super. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja! Jetzt sind wir schon relativ am Ende, ha? Ging es dann doch schnell. Das zählte war das Schloss. Ui, das ist zwei. Bin ich echt mal gespannt, dass an den Schluss erinnere ich mich gar nicht mehr richtig. Ich weiß nur, dass es die Grafik gab, wenn man den falschen Gral genommen hat, dann sah man übel aus. Das weiß ich noch. Da bin ich erschrocken als Kind, als ich das gesehen habe. Ah, hier sind wir. Wenn die Karte in deinem Tagebuch stimmt, sind wir am Ziel. Wir sind wie die Helden der Arthur-Sage. Du bist Galahad, der Tapfere, und ich, sein Vater Lancelot, der abgelehnt wurde. Er wurde... Henry, Indy, gut, euch wiederzusehen. Markus, was tust du hier? Und warum bist du so dreckig? Ja, das sieht wirklich dreckig aus. Frag lieber nicht. Markus, mein alter Freund, wie ist es dir ergangen? Ich glaube, da hast du doch verraten, gell? Dann. Na, die quatschen jetzt, okay. Wir gehen einfach mal rein, würde ich sagen. Was ist hier mit dem Schild? Da kann man gar nicht. Doch, kann man noch? Nee, kann man nicht mehr. Hey ihr zwei, jede Sekunde zählt. Jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Es waren glaube ich drei. Oh, was ist denn los jetzt? Das zwei, das drei. Komm, mach jetzt, ich bin aufgeregt. Jetzt bin ich gespannt. Okay, also hier sind wir schon mal. Also hier muss man jetzt sagen, es sieht schon so ein bisschen so aus, als ob ihnen die Farben ausgegangen sind, oder? Sieht ein bisschen komisch aus, das Orange, das Blau. Aber egal. Na dann, los geht's. Holen wir uns den Gral. Muss natürlich nur aufpassen wegen den Prüfungen, die jetzt kommen. Oh. Okay. Ah, Indiana Jones, gerade rechtzeitig. Mir sind anscheinend die Freiwilligen ausgegangen. Donovan.
Es gibt nichts, absolut gar nichts, das mich überzeugen könnte, den Gral für Sie zu holen. Richtig so. Oh ja, stimmt ja. Außer vielleicht das hier. Ich dachte mir, dass Sie mich sofort verstehen. Die Heilkräfte des Grals sind das Einzige, was Ihren Vater jetzt noch retten kann. Ich schlage vor, Sie beeilen sich, Dr. Jones. Junior, denk an das Tagebuch, die drei Prüfungen. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück, ob wir da irgendwie durchkommen lebend. Ich glaube, die zweite Prüfung war ja irgendwie über solche Steine zu laufen. Und die dritte war, den richtigen Kelch auszuholen. Was die erste war, weiß ich nicht mehr. Muss mal auch so ein bisschen Disketten wechseln hier. Muss mal gucken, wenn wir Indiana Jones 4 spielen und so, wenn es 11 Disketten hat, dann müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Weil sonst wechsle ich mir ja kaputt. So, okay. Na komm mal her, du Dr. Jones. Nur der zur Buße bereite Mann wird bestehen. Okay, zur Buße bereit. Ui, da liegt einer. Zur Buße bereit würde bedeuten, wir knien uns vor den hin, oder was? Nur der zur Buße bereite Mann wird bestehen. Ui, der war knapp. Aber das hat er geschafft. Ja. Uiuiui, ich bin durch, ja? Im wahrsten Sinne bist du durch, hey. Oh ja, profimäßig. Hey, das sieht ein bisschen aus wie bei Loom hier, oder? So die Zelte von Doom. Also was auch immer ich jetzt gemacht habe, dass wir die Prüfung da bestanden haben. Wahrscheinlich bin ich an den richtigen Fleck hingelaufen oder so. Keine Ahnung. Aber, ja. Müsste es recht sein. Oh, wow, okay. In Batschi wird Jehova Jehuva geschrieben. Okay, jetzt dürfen nur die Buchstaben nehmen, die da im Wort drin sind. Jehuva. H. Da komme ich lang hier. J. H dürfen wir. Das läuft ja wie geschmiert, hä? Jehova. Jehova. Ja! Easy! Easy. Easy. Jetzt müssen wir beim Gral sein, oder? Die unsichtbare Brücke noch. Okay, aber die Brücke war da, das heißt, eigentlich müssen wir direkt hier in den Gang rein, oder? Klicken. Komm schon, Mann. Ja! Wie es aussieht. Okay, also Eier hat er. Aber jetzt müssen wir bei den Gral sein, oder? Gehe ich mal davon aus. Sind wir wirklich gleich am Ende? Ich glaub's ja noch gar nicht. Komm schon. Es waren, glaube ich, nur drei Prüfungen. Jawohl, das sind wir. So, jetzt müssen wir den richtigen Gral raussuchen. Ich wusste, ihr würdet kommen. Wer sind Sie? Ich bin der letzte der drei Brüder, die sich schwörten, den Gral zu finden und zu bewachen. Das war vor über 700 Jahren. Ihr seid seltsam gewandet für einen Ritter. Nun, ehrlich gesagt, ich bin kein Ritter. Das ist egal, ihr habt eure Würdigkeit in den drei Prüfungen bewiesen. Die Ehre, den Gral zu bewachen, ist nun eure. Aber Sie verstehen nicht, mein Vater liegt verwundet hier im Tempel. Ich muss den Gral finden oder er stirbt. Nun gut, ich sehe, euer Motiv ist rein. Wähle. Oh, wow, oh, wow. Oh. Okay, jetzt wähle. Okay, schauen wir uns mal an. Hm? Becher aus Olivenholz auf silbernem Tablett. Das ist der Becher eines Zimmermanns.
Also wir hatten ja uns notiert in den Katakomben, dass der Bericht der App den Hildegard von Bingen irgendwie damit was zu tun hat. Das ist der Becher eines Zimmermanns. Ja, gibt es ja nur Zimmermannbecher oder was? Messingkelch mit griechischer Inschrift. Schau mal, Kral-Tagebuch. Die Prüfungen sind drei. Na super. Zuerst den Atem Gottes, nur der Bußebereite. Ja, das haben wir schon alles gehabt. Uiuiuiui. Jetzt muss man dann natürlich in diesem gedruckten Tagebuch schauen, das man beim Spiel mit dabei hat. Und da steht eben drin, dass Bericht der Äbtin Hildegard von Bingen ein Messingkelch mit griechischer Inschrift ist. Und das wäre dann also der hier. Messingkar, das ist der Becher des Zimmers. Jetzt nehmen wir einfach mal den, würde ich sagen, oder? Probieren wir unser Glück. Das heißt, wir nehmen ihn. Komm, du musst der Richtige sein, sonst stirbt mein Papa ja. Dann benutzen wir nicht die Peitsche. Nee. Benutze Kral mit heiligem Wasser. Hoffen wir, dass das stimmt. Ich muss sicher gehen, dass es der Richtige ist. Ah ja, genau, jetzt kommt die Szene, wo er es trinkt. Und wo wir dann eben, wenn man den Falschen hat, wird man grau und alt. Jetzt wird's spannend, Leute. Gesicht soll sich nicht verändern. Ja! Die war aber weise. Aber denke daran, der Gral kann nicht über das große Siegel hinausgeführt werden. Wow. Leute, wir haben es geschafft. Oh, ich hab Gänsehaut. Oh, ist das lang her, Mann, hey. Wow. Richtig cool. Jetzt werden wir wahrscheinlich nur unseren Papa retten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob da noch eine Szene kommt oder ob es das war. Also laden tut er schon mal lang. Ah ja, hier sind wir. Papa, wir kommen. Aber was ist mit Donovan passiert? Und keiner sagt, frag lieber nicht. Er lief dir hinterher und verlor dabei glatt den Kopf. Ah, sehr gut. Sind wir den schon mal los? So. Gleicher Sound wie beim Bier, ist sehr gut. Ja, scheint zu wirken. Hat geklappt. Der Kral. Du hast es geschafft, Junior. Nein, Dad, du hast es geschafft. Ich folgte nur dem Tagebuch. Und der dritte Ritter, er lebte? Ja, selbst nach 700 Jahren. Dann verleiht er tatsächlich Unsterblichkeit. All diese Jahre, meine Suche ist nun zu Ende. Aber das Schicksal des Krals ist nun in deinen Händen. Markus, mein alter Freund. Dir habe ich noch nicht gedankt. Da kommt der Ritter, okay. Denk an den Preis der Unsterblichkeit. Der Kral darf nicht über die Dings. Der Kral muss hier bleiben. Oh nein. Aber Indy, der Kral kann uns gehören. Du hast den Ritter gehört. Er kann nicht über das Siegel. Nein, das glaube ich nicht. Ich werde ihn nicht mehr verlieren. Oh nein, ja. Ja, und zack, ab geht's. Oh, die wurde schön abgeräumt, hä?
Netter Abgang, Elsa. So, okay, wir gehen jetzt einfach hier raus, würde ich sagen, oder? Sohn, ich bin stolz auf dich. Die Suche nach dem Gral ist die Suche nach dem göttlichen Funken in uns allen. Ich sehe, dass du mehr gefunden hast als nur den Hauptgewinn in einer Lotterie. Und was hast du gefunden, Dad? Erleuchtung. Lass uns gehen, Sohn. Oh, ich habe wirklich Gänsehaut, Leute. Richtig cool. Puh. Die Punkte sind mir relativ egal. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Okay, hier steht nicht schlecht. Wahrscheinlich nicht so der Burner. Ja. Indiana Jones and the Last Crusade. Entwickelt und programmiert von David Fox, Noah Falstein und Ron Gilbert. Grafik und Animation von Steve Purcell und Michael Gameboy Award. Okay. Ja, was soll ich sagen? Mega Spiel, aber auch wirklich schwierig. Also, wenn man jetzt mal zurückschaut, Manic Mansion fand ich, war schon schwierig, aber das konnte man irgendwie noch packen. Zack McCracken war dann echt schon schwer. Und ich finde, das hier war nochmal eine Hausnummer stärker. Gerade Schloss Brunwald fand ich echt schwierig, ja. Und ich musste auch ab und zu mal spickeln, habt ihr ja mitbekommen während den Folgen. Also wirklich ohne eine Lösung das Spiel zu lösen, vor allem auch unterwegs die einzelnen Hinweise auf den Gral zu sammeln mit dieser Gräfin von Bingen oder was war das? Äbtin Hildegard von Bingen und eben auch dieses Gemälde im Schloss, wo man sehen kann, anscheinend, ob der Gral leuchtet oder nicht. Also, es sind schon so Sachen, wo echt schwierig sind. Ja? Also, ich glaube, die meisten, die das durchgespielt haben, sind da irgendwie durch, haben diese Hinweise gar nicht richtig zur Kenntnis genommen und haben dann am Schluss ihr Glück probiert, oder? Wahrscheinlich haben sie dann draußen vorm Tempel nochmal gespeichert, weil drin kann man nicht mehr. Ja, aber super Spiel, wirklich ein geiler Meilenstein. Aber ich sag auch, ich bin froh, dass ich es rum habe, weil ich habe jetzt so richtig Bock auf Indiana Jones 4, auch wenn es in meiner Liste erst später kommt. Aber ja, das hat mich jetzt so angefixt mit dem Indiana Jones. Und ich finde, es war ein gutes Spiel. Viele sagen ja, das Dreier sei besser wie das Vierer. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich finde, das Dreier, wie gesagt, war gut, war auch grafisch nicht schlecht für die Zeit. Aber das Vierer ist einfach von der Story, ja, und vom ganzen Paket einfach nochmal eine Schippe obendrauf. Aber hat richtig Spaß gemacht. Das nochmal zu erleben und es kam wirklich auch wieder viel hoch von dem, was ich ja noch gewusst habe von früher, weil man es eben doch oft gespielt hat. Ja, cooles Spiel, mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, das nochmal mit mir zu erleben. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns im nächsten Teil und was für ein Spiel es dann sein wird, das werdet ihr dann in der nächsten Woche sehen. Also, ich freue mich auf euch. Bis dann, macht's gut, euer Steffen von Retro und Future. Ciao.